letztendlich, obwohl die schlechte Nachricht im Markt war, dass man hier eine Milliardenstrafe zahlen muss an die Amerikaner, war die Aktie der Citigroup gestern kräftig unterwegs. Also Commerzbank gestern stark, heute extrem schwach wieder. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Hier haben wir den Wochenverlauf, der relativ unspektakulär war, wie man es eigentlich auch von der Commerzbank kennt, mit kräftigen Ausschlägen nach oben oder eben, wie heute gesehen, nach unten. Und die schlechte Nachricht ist, wir haben den Trend jetzt nach unten verlassen. Wir sind so Anfang Juli schon unter diese Trendlinie gefallen, die jetzt hier bei etwa 12 Euro verläuft, ein bisschen darunter, und entfernen uns weiter, haben also wichtige Unterstützungen durchstoßen. Und somit haben wir im Prinzip von April, wo wir mit 14,50 Euro fast notiert waren, fast 4 Euro verloren innerhalb weniger Tage, und das bei diesem Wert. Also das passt irgendwo mittlerweile jetzt wieder ins Bild, dass auch die Commerzbank kräftig angeschlagen ist und einen ähnlichen Kursverfall zeigt, prozentual, wie die Nummer 1, wie die Deutsche Bank. Hier der Jahreschart sieht man nochmal sehr schön. Wir hatten uns hier nach oben gearbeitet. Auf diese 14 Euro hatte man um den Jahreswechsel hin geschafft. Dann zwischen 12 und 14 Euro immer gependelt. Mal kurz nach oben ausgeschert. Ja, und wenn man es mal wirklich so will, dann ist hier eine kleine Schulter-Kopf-Schulter tatsächlich zu erkennen. Niedlich. Trendwende, und dann ging es tatsächlich wieder nach unten. Und alles, was wir aufgebaut haben, zumindest ein Großteil des, was wir aufgebaut haben, ist schon wieder dahin. Weiter geht's mit der Metro. Sehen wir uns den Wert mal an. Metro gestern stark. Hat es gerade noch mal so nach Börsenschluss einen ordentlichen Schub gegeben. Der im Prinzip heute wieder so ein bisschen abverkauft wird. Man muss mit den Zeiten so ein bisschen aufpassen. Hier diese Kursstellung ist dann